Wunderschönen guten Morgen. Wir schauen uns heute eine Bibel an, und zwar eine Schreibrandbibel. Wir hatten ja schon zwei Stück und ich glaube, das waren die Schlachter-Schreibrandbibel diese und wir hatten die Elberfelder CSV in dem Rot-Gold-Schnitt. Aber es gibt auch eine schicke von der Elberfelder Bibel und da gucken wir mal rein. Und zwar ist das diese hier, die Elberfelder Bibel mit Schreibrand in Echtleder. Und da haben wir sie, die Elberfelder Bibel mit Schreibrand in Echtleder. Die Elberfelder Bibel, ihr kennt sie ja, ist ja so ziemlich die genaueste Übersetzung, die wir haben, die wir verwenden können und sie auch noch verstehen. Sie ist, da kommen wir gleich mal dazu, ein einspaltig gesetzter Bibeltext mit einem sehr breiten Schreibrand. Sie hat ein zweifarbiges Schriftbild und ich kann es nicht oft genug sagen, sie ist aus Echtleder. Man merkt das schon, wenn man daran riecht, das erinnert mich an meine Jacke. Und das ist ein sehr, sehr edler Look. Wir haben sie hier in dem Textstand 32. Das ist der aktuelle Textstand. Es gibt keinen neueren Textstand. Das ist die 32 aus dem Jahre 2021. Da, dritte Gesamtauflage 2021, Textstand 32. Neueren Textstand gibt es nicht. Wir haben dann hier gleich das Vorwort. Das können wir aber gleich mal überblättern. Die Vorworte zu den Elberfelder-Versionen, die sind uns ja auch geläufig. Wir haben das Alte Testament ohne Apokryphen, wie es bei der Elberfelder Bibel üblich ist. Und wir haben das Neue Testament und den lexikalischen Anhang, Bibellesepläne, Abkürzung, Maße, Gewichte, Wundergleichnisse Jesu und Register zu den Landkarten. Was ist anders an dieser Schreibrandbibel als an den anderen Bibeln? Nun, es ist insofern etwas charmanter, weil diese Schreibrandbibel bietet dir zusätzlich zu deinem Schreibrand Parallelstellen. Die anderen beiden Schreibrandbibeln, ich hole die mal eben her, die CSV und die Schlachter-Schreibrandbibeln. Hier hast du jetzt bei der CSV und der Rot-Gold hast du eine komplett nackige, das kann mitunter ja vielleicht für den einen oder anderen wichtig sein, eine komplett nackige Bibel, der eine oder andere sucht ja genauso eine, auch mit möglichen Worterklärungen oder Wortänderungen. Aber dann hast du hier unten diesen großen Rand, den hast du hier noch als Schreibrand. Du hast hier den Schreibrand, du hast oben Platz, unten hier. Aber du hast hier keine Parallelstellen. Dann mitunter würdest du diese Fläche gleich schon wieder nutzen, um deine Parallelstellen, die du möchtest, vielleicht ranzuschreiben. Hier in dieser Elberfelder hast du gleich diese, wird dir das abgenommen und du hast die Parallelstellen gleich schon mit dran. Du hast hier auch einen großen breiten Rand. Aber natürlich der untere, den hast du natürlich nicht, aber der wird gleich genutzt für Parallelstellen, die du dir vielleicht selber noch anschreibst. Die Schreibrandbibel der Schlachter, ich zeige das mal eben hier, die Schreibrandbibel der Schlachter hat diese Parallelstellen auch nicht. Die habe ich mir teils rangeschrieben, die Parallelstellen, die mir wichtig waren. Aber du konntest sie unten halt noch schreiben. Du hast aber auch bei der Schlachter hier unten keine Erklärung von Worten, die vielleicht noch eine Doppeldeutung haben oder eine andere Bedeutung. Bei der Elberfelder Schreibrandbibel mit dem aktuellen Textstand und Parallelstellen hast du diesen Text hier unten natürlich verbraucht. Aber vielleicht reicht dem einen oder anderen ja diese Breite für seine Notizen. Was auch noch sehr, sehr cool ist, es kommt mit drei Lesebändchen in genau den Farben, wie die Bibel selber designt ist. In Weiß, in Blau, Anthrazitgrau. Drei Lesebändchen sind cool. Zweier sind minimal eigentlich Pflicht für das Alte und Neue Testament. Der dritte ist immer noch so ein schönes Gimmi obendrauf. Ansonsten macht sie sehr, sehr viel her. Ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht bei dem Preis, den diese Echtleder-Ausgabe bringt, dass sie vielleicht auch noch einen Schmutzrand bietet, ein Schmutzschutzrand wie hier, aus Gold. Muss ja nicht Gold sein, geht ja auch in Bronzegold.
Das hat sie hier leider nicht, denn irgendwann werden natürlich die Seiten durch den Schmutz der Finger an den Seiten dreckig, durch den Staub von oben und durch den Dreck irgendwann schmierig. Das hast du bei den Schmutzrandbibeln nicht, die einen Goldrand haben. Was kann man über diese Schreibrandbibel noch sagen? Du hast hinten auch noch, das hast du bei den anderen nicht, die sind wirklich rein nackig, die Karten, ein paar Seiten für Notizen, deine Landkarten, Zeittafeln. Und das war's. Also, entweder ihr sucht eine Schreibrandbibel, die komplett nackig ist, dann wäre das die Schlachter. Oder ihr sucht jetzt noch eine Schreibrandbibel, wo unten zumindest noch Worterklärungen sind, dann wäre es die ESV Elberfelder. Oder eben ihr sucht eine, wo Worterklärungen sind und Parallelstellen und ein Schreibrand an der Seite, dann wäre es die Elberfelder in der aktuellen Version mit Schreibrand aus dem aktuellen Jahr.